Spezialproduktion Reportage wird Ihnen präsentiert von Denger und Storer, Ihrer Schreinerei an der Adlerstrasse 12 in Schleitheim. Hallo miteinander und herzlich willkommen zu der DL Produktion Reportage. Wisst ihr noch, wo wir das Video gemacht haben, wo ihr uns habt können Ideen schicken oder ihr könnt es immer noch machen und wir es dann verfilmen? Ja, jemand hat das sogar gemacht und hat gesagt, wir sollen doch etwas machen über den Atommüllendlager, der hier im Kleckis sehr aktuell ist. Und wir haben es gemacht, wir haben ein paar Interviewpartner gesucht und sind im Kleckis umgekreist, haben den Standort angeschaut und da ist der Bericht dazu. Das sind sie also, die drei Standorte, die den Schaffhauserinnen und den Schaffhauser ein bisschen wehtun. Wir haben ihnen die drei Standorte ein bisschen näher bringen und haben für sie eine kleine Zusammenstellung gemacht. Standort 1. Er befindet sich im Wilchinger Unterneuhaus und da ist das Ziel, dass man die Oberflächenanlage in die Kiesgrube hier integriert, dass sie ein bisschen tarnt ist. Standort 2. In der Industriezone im Beringen, gerade neben oder praktisch in der Kiesgrube, werbt laut NAGRA der geeignete Standort für eine Oberflächenanlage. Der Standort 3 befindet sich ebenfalls in der Industriezone im Beringen, gerade neben der KBA Hart. Auch da wäre die Oberflächenanlage ein bisschen versteckt im Wald. Das wären jetzt mögliche Standorte für Oberflächenanlagen. Dort kommen die Abfälle an und werden verpackt und dann geht es ab ins Tiefenlager. Das Tiefenlager kann aber einen ganz anderen Standort haben wie die Oberflächenanlage. Einfach unter dem Boden, versteht sich. Hier in der grün eingezeichneten Zone wäre laut NAGRA der geeignetste Platz im Kanton Schaffhausen für ein Tiefenlager. Und da ist ja genau die Problematik. Wie lagern wir den Atommüll am besten und vor allem in welchem Material, dass es möglichst lang anhebt? Wir haben für euch jetzt jemanden von der Klar Schaffhausen, der hat Ventura, interviewt und er sagt euch seine Argumente, warum genau das nicht kann funktionieren. Wie stehen Sie zum Atomstrom? Ich bin natürlich ein entschiedener Gegner vom Atomstrom. Und zwar eigentlich kann ich sagen, seit den ersten Tagen. Ich war schon in den 80er Jahren radikal gegen die Atomkraftwerke und auch schon zu Gösgen demonstrieren. Und Atom hat mich schon auf eine Art das ganze Leben durch immer verfolgt. Im Sinn von, wo dann Tschernobyl explodiert ist, ist meine älteste Tochter auf die Welt gekommen, ziemlich genau an diesem Tag. Und man hat dann gesehen, wer dafür Probleme hat. Problem gibt, obwohl das ja weit weg ist von uns. Und wir haben später etwa 6 oder 7 Mal dann auch so Tschernobyl-Kind bei uns in den Ferien zum Austauschen. Und wo dann später die Hiobsbotschaft kam, ist, dass der Südrande, wo mein Lieblingswald ist, also den kenne ich wie meine Westentasche, sagt man dem, dass der soll zu einem Endlager verkommen, hat es mich natürlich innerlich sehr, sehr mitgenommen und ich habe mich entschieden, da ganz aktiv auch weiter eine Rolle zu spielen gegen Atomkraft. Weil die Atomkraft ist grundsätzlich keine gute Kraft. Man hat hier halt ganz den falschen Weg beschritten. Man hat eigentlich auch hier schon gesagt, wir fangen da mit der Atomkraft, wenn man ein Entsorgungsproblem lösen kann. Und das war in den 70er, 80er Jahren gewesen. Und wir sind heute noch weit weg davon, für eine Antwort zu finden, wo soll man mit dem Atommüll. Da hinter uns, darum sind wir ja auch hier gekommen, ist der Opalinuston. Und das ist im Moment die Antwort, die NAGRA gibt. Oder? Da sieht man ja jetzt auch auf den Werbungen, die sie hier haben, mit dem schönen Ammonit, so schön goldigen Ammonit in der Schicht innen. Oder? Sie glauben, dass in dem Opalinuston der Atommüll am besten gelagert ist. Das ist etwa so eine knapp 100 Meter dichte Schicht, die es da gegen das Zürich-Wieland da so einstreicht und immer tiefer unter den Boden kommt. Oder? Und ich war da in dem Monterrey gsi bei Saint-Ursanne, da gibt es so einen Probestollen in dem Opalinuston, wo sie schon jene Messungen machen und das war höchst interessant gewesen, auch für mich. Und ich denke dann immer, so, wenn man die
Experimente so anschauen, so im Sandkasten, dann funktionieren die schon. Nur, wir müssen ja dann so eine Endlage haben, die so eine Million Jahre funktionieren sollte. Und wie denn die Natur sich da verhält, wir haben hier knapp 30 Kilometer von hier weg haben wir einen Vulkan gehabt, Hegau-Vulkan, oder? Wir haben hier jene Eiszeiten gehabt, hier wo wir stehen, ist vor 20'000 Jahren ist da eine mächtige Eisschicht noch gelegen. Und dann tun wir immer so, wie wenn wir das wüssten, oder? Wie es die nächsten 100'000 Jahre oder Millionen Jahre hier wird aussehen. Nochmal, so im Computeranimation und auf den Plänen und so sieht das von den Nagras auch gut aus. Ich bin einfach nicht so überzeugt, oder ich bin überzeugt davon, dass das Problem von der Atommülllagerung einfach unsere Fantasie und unsere wissenschaftlichen Möglichkeiten im Moment weit übersteigen. 1 Million Jahre. Vor 30'000 Jahren ist da der Neandertaler umherangerannt, oder? Das ist 30'000 Jahre und wir sollten das Problem lösen für 1 Million Jahre. Das ist ein Zeithorizont, wo nicht menschlich ist. Und darum, es ist auch nicht, natürlich nicht meine Aufgabe als Hobbygeologe, da irgendwie zu sagen, ja, wir tun es jetzt dort über oder wir tun es jetzt da über. Ich denke schon, dass wir es dann, wenn es dann Zeit ist, müssen entscheiden. Viele Leute sagen, wir dürfen ja da nicht einfach auch an die nächsten Generationen weitergeben. Aber das ist ein bisschen Sand in die Augen gestreut, weil das haben wir sowieso. Also wir haben jetzt seit den 70er, 80er Jahren vom Atomstrom profitiert. Die Abfallentsorgung wird vielleicht im Jahr 2040, im Jahr 2050 dann müssen konkret werden, oder? Und das heisst, es hat eine, zwei, drei Generationen haben ganz klar profitiert von dem Atomstrom und die anderen können es jetzt auslöffeln. Und darum bin ich auch froh, dass ihr da als Junge um das Thema kümmert. Weil so meine Beobachtung ist eigentlich, dass viele alte Leute sich mit dem beschäftigen. Mit Atomproblematik. Und die Jungen, die leben einfach so ein bisschen in Tagi und wollen sich mit dem oder tun sich mit dem nicht beschäftigen. Hauptsache, sie haben Strom für ihre Games und für ihre Computers und iPods, oder? Die Alternativen sind natürlich die alternativen Energien. Das ist Sonne oder es ist auch Wind. Darum sind wir ja hier auf der Sieblinger Höhe. Es könnten hier oben auch 5 Windräder stehen. Ich bin zwar auch Naturschützer, aber nicht so, dass man diese Windräder nicht könnte aufstellen. Also mir gefallen die, aber es ist auch gar nicht eine Frage von gefallen oder nicht gefallen, sondern es ist eine Frage, ob sie sinnvoll sind oder nicht sinnvoll. Also für mich ist auch nicht die Produktion selber, vom Strom selber, ist nicht das Problem. Ich glaube, produzieren könnte mir Strom genügend. Das Problem ist eher die Verteilung. Das Netz ist einfach nicht so ausgelegt für die im Moment. Und da gibt es eine grosse Sache, ein Verteilnetz, ein Stromnetz umzubauen. Ich glaube, eher dort ist ein grosses Problem, weil mit den erneuerbaren Energien werden wir immer eine grosse Schwankungen haben. Oder? Das ist beim Atomstrom natürlich ein grosser Vorteil, der bringt immer gleich viel Strom und mit dem kann man das Netz mehr oder weniger stabil halten. Und mit dem Naturstrom, das gibt halt Schwankungen, das ist klar, die Natur lässt sich nicht normieren. Und wie man dann mit diesen Schwankungen umgeht und wie man die Energie dann speichert für andere Sachen, für andere Zeiten, wo es eben dann ein weniger hat, das ist das grosse Problem. Also das ist einerseits die Verteilung und zweitens die Stromspeicherung und nicht die Produktion. Das ist von diesen drei Sachen von mir aus gesehen das kleinste Problem. Das Problem ist ja einfach, der Atommüll, wir haben ihn jetzt schon, er ist schon produziert und jetzt muss er irgendwo an. Und was ist jetzt das Beste von Ihnen aus gesehen? Also das Beste ist natürlich, wenn es bei mir eine Überschwemmung hat im Keller, dann renne ich auch nicht zuerst mit dem Lumpen um und probiere das Wasser aufzusaugen, sondern ich renne zuerst dort an den Hahnen abstellen. Und solange der Hahn nicht abgestellt ist, das heisst, solange wir Atomkraftwerke haben, die weiterhin Abfall produzieren, auch noch die nächsten 30, 40 Jahre, oder, dann solange so eins läuft, gibt es für mich keinen Grund, um jetzt so zu entscheiden, was ist die beste Art, wo tun wir den hin. Dass wir den schlussendlich, den Müll, den wir uns da aufgehalten haben, dass wir mit dem möglichst sinnvoll, möglichst hochstehende Entsorgung mit einer möglichst hohen Sicherheit irgendwie anstreben, das ist mir auch klar.
Aber nochmal, zuerst muss ich, und ich glaube eben auch nicht ganz dran, es ist, sind zwar jetzt schon schöne Worte gefallen und so, dass der Atomausstieg angestrebt wird, aber der muss zuerst mal noch Tatsache werden, weil reden kann man viel und jetzt muss man es zuerst mal noch umsetzen. Da hat man gesehen, dass zum Beispiel in Mühleberg, wo man da gesagt hat, das soll ich jetzt vom Stromnetz, hat es einen riesen Aufschrei gegeben und Leute, die irgendwie vor einem Jahr noch ganz klar auch da unterstützt haben mit Wort, sind jetzt bei den Taten plötzlich wieder nicht mehr dabei. Und da wir nicht nur Gegner von diesem Projekt interviewt haben, haben wir auch noch jemanden gefunden von der NAGRA, nämlich ist da der Herr Sinn, der war am Zürcher Hauptbahnhof getroffen. Und wenn er zu dem Projekt meint, da erzählt er euch am besten gerade selber. Was sind Ihre Argumente für ein Atommüllendlager? Wir haben in der Schweiz radioaktive Abfälle von den Kernkraftwerken, Medizin, Industrie und Forschung. Die Abfälle liegen vor und bis ins Jahr 2050 wird es etwa ein Volumen von 100'000 Kubikmeter sein. Das heisst also etwa das Volumen, das wir hier in der Zürcher Bahnhofshalle haben. Die Abfälle stehen heute einerseits in den Zwischenlager in Würelingen und andererseits bei den Kernkraftwerken. Das ist heute eine sichere Lösung, weil wir dazu schauen können und weil wir die entsprechende Infrastruktur haben. Langfristig gesehen aber können wir nicht garantieren, dass es immer Menschen gibt und Infrastruktur, die sichere Lagerung von diesen Abfällen an der Erdoberfläche garantiert. Darum sind international und in der Schweiz Expertenkreise überzeugt, dass die geologische Tiefenlagerung eine bessere Option ist, um langfristig die Abfälle zu lagern. Da gibt es zwei, drei Hauptargumente. Erstens gibt es Bereiche in der tieferen Geologie, die sich nur sehr, sehr langsam verändern. Also nicht so wie die Erdoberfläche, wo wir zum Beispiel Erosion haben oder klimatische Veränderungen oder auch Veränderungen in der Gesellschaft. Also dort unten kann man so ein bisschen sagen, steht die Zeit fast still. Zweitens gibt es auch Gesteine, die eine ganz geringe Wasserdurchlässigkeit nur aufweisen, also fast wasserundurchlässig sind und auch die Eigenschaft haben, Schadstoff an sich zu binden. Und wenn wir so Gesteinspakete finden, dann können wir den langfristigen Einschluss von der radioaktiven Abfälle besser garantieren. Das hat uns die Natur zum Teil schon vorgemacht. Denkt man zum Beispiel an Fossilien oder Gas- und Öllagerstätten, die über sehr, sehr lange Zeiträume das Material haben mögen einschliessen. Und warum sind jetzt wie sind die Standorte ausgewählt worden und warum ist der Südradende im Kanton Schaffhausen ein geeigneter Standort für die Lagerung von dem Atommüll? Man hat in der Schweiz auf der Suche nach geologischen Bereichen, die sich eignen für die Tiefenlagerung, hat man insgesamt 6 Gebiete ausgeschieden. Dort dazu gehört eben auch das sogenannte Gebiet Südrande. Denen allen Gebieten ist gleich, dass sie gewisse Kriterien haben müssen erfüllen, geologischer Art. Und das sind zum Beispiel, dass entsprechende Gesteine vorhanden sind. Das sind Tongesteine. Im Fall von Südrand ist das der Opalinuston. Die Gesteine müssen auch eine Mindestmächtigkeit, also eine Mindestdichte aufweisen, Dicke aufweisen. Sie müssen auch zum Beispiel außerhalb von geologischen Störzonen liegen. Und sie müssen entsprechend genug Überdeckung haben. Also das heisst, die Bereiche, die man für die Lagerung brauchen können, müssen genug tief unter der Oberfläche sein. Und das alles erfüllen die 6 Standorte, worunter auch Südrande. Was man vielleicht zum Südrande noch ergänzen kann, ist, dass dort nur der eine Lagertyp möglich wäre zu realisieren, also schwach- und mittelaktive Abfälle und nicht ein Lagertyp hochaktive Abfälle. Wie stehen Sie zur Atomenergie? Also grundsätzlich ist die Aufgabe von der NAGRA die, dass man die radioaktiven Abfälle sicher muss lagern. Sei das Abfälle von den Kernkraftwerken, wie auch Abfälle aus Medizin, Industrie und Forschung. Die Abfälle sind da und egal, wie wir in der Schweiz in Zukunft Energie bereitstellen, unsere Aufgabe ist die gleiche. Und NAGRA greift in die Diskussion, in die energiepolitische Diskussion, darum auch nicht ein. Wenn Sie das eher persönlich fragen oder in Bezug auf die Belegschaft von der NAGRA, dann finden Sie dort vermutlich von Befürwortern bis zu Gegnern von Kernenergie, wie gesagt, die Aufgabe der NAGRA ist die sichere Lagerung und nicht energiepolitische Diskussion. Was für geeignete Materialien stehen denn zur Lagerung des Atommülls zur Verfügung? Das Konzept geologische Tiefenlager sieht vor, dass man verschiedene Barrieren hat, die den langfristigen Einschluss von den Abfällen garantieren soll. Die innerste Barriere sozusagen ist das Material selber. Das heisst,
Man tut keine losen Abfälle oder flüssigen Abfälle einlagern, sondern Abfälle, die in einer Glas- oder Betonmatrix eingeschlossen sind oder aber auch schon in schwerlöslicher Form vorliegen. Das heisst, der Austrag der Schadstoffe ist allein schon durch die Materialeigenschaft sehr erschwert. Ringsum um den Abfall selber kommt dann ein Endlagerbehälter, der aus Stahl oder Beton wird, besteht, nach heutigem Konzept. Das kann durchaus sein, dass man zum Zeitpunkt der Einlagerung, die ja später erst wird sein, in ein paar Jahrzehnten, dass man dort über die Forschung vielleicht auch zu noch geeigneteren Materialien kommt. Das wäre dann der, wie gesagt, der Endlagerbehälter. Dann sind die Lagerstellen, wo man die Endlagerbehälter einstellen, werden verfüllt mit einem speziellen Mörtel, im Fall von schwach- und mittelaktiven Abfällen, oder mit Bentonit. Das ist ein Tonmineralgranulat, das auch Rückhalteeigenschaften aufweist. Also dann werden die Kavernen so zusätzlich verfüllt. Das ist eine weitere Barriere. Und schließlich die wichtigste Barriere ist dann eben das Wirtgestein, also das geologische Gestein, wo Eigenschaften wie Wasserundurchlässigkeit und Rückhaltung der Schadstoffe ausweisen. Und es ist ganz klar, dass die langfristige Sicherheit durch die richtig gewählte Geologie, also durch die grosse geologische Barriere, gewährleistet wird. Wie lange ist denn schlussendlich so ein Endlager sicher? Da muss man vielleicht kurz diskutieren, was heisst sicher. Wenn man in der Schweiz schaut, ist die Forderung da, dass eine zusätzliche Strahlung, wo von einem Endlager an der Erdoberfläche festgestellt wird, dass die einen Bruchteil von der natürlich vorhandenen Strahlung nicht übersteigt. Also man sagt, 2% von der natürlichen Strahlung darf nicht zusätzlich durch das Tiefenlager über alle Zeiten gesehen zusätzlich emittiert werden. Das bedeutet vor dem Gesetz sicher. Modellbetrachtungen haben gezeigt, dass man mit dem Mehrfach Barrierekonzept vom geologischen Tiefenlagerung die Forderung gut wird können einhalten. Die Betrachtungszeiträume, die man für die Modellierungen aufgestellt hat, sind für hochaktive Abfälle 1 Million Jahre. Man hat so eine lange Zeitperiode gewählt, dass man sicher alle Prozesse, die da drin spielen, erfassen mit den Modellierungen. Man muss sich aber auch bewusst sein, dass nach 200'000 Jahren das Material etwa wieder gleich gefährlich ist wie das Ausgangsmaterial, also das natürliche Uran, das man früher in Uranlagerstätten abgebaut hat. Bei schwach- und mittelaktiven Abfällen werden das kürzere Zeiträume sein. Wenn man Sicherheit auch anspricht, ist aber auch ein langfristiger Sicherheitsaspekt auch, dass das Lager langfristig ohne menschliches Zutun muss sicher sein, also passiv muss sicher sein, eben durch die geologische Barriere. Das heisst, dass wir nicht darauf angewiesen sind, dass später Menschen aktiv etwas zur Sicherheit beitragen müssen. Und jetzt eben mit der Sicherheit zusammenhängend, wie das ist für unsere Nachkommen. Man sagt ja, man will da nicht den Nachkommen übergeben. Wie sehen Sie das? Die Chance, dass wenn wir ein geologisches Tiefenlager sachgerecht bauen und die Abfälle sachgerecht dort einlagern, die Chance, dass dann nachfolgende Generationen negative Effekte durch die Lager haben oder sich langfristig auch um die Abfälle kümmern müssen, die Chancen sind sehr klein. Umgekehrt, wenn wir mit diesen Abfällen, die ja vorhanden sind, nichts machen und sie einfach an der Erdoberfläche stehen lassen, ist das Risiko relativ gross, dass eine Freisetzung irgendwann einmal wird stattfinden. Und es ist gegeben, dass alle späteren Generationen sich um unsere Abfälle kümmern und die hüten müssen. Und das will man den späteren Generationen nicht zumuten. Es ist klar, dass die geologische Tiefenlagerung Herausforderungen stellt an alle Beteiligten. Aber es stellt nach wie vor die heute beste Lösung dar, um den langfristigen Einschluss der radioaktiven Abfälle zu garantieren. Meinungen sind verschieden und es ist egal, wie ihr denkt. Uns würde aber eure Meinung wundern und darum schreibt einen Kommentar, hinterlasst eine Videoantwort oder schaut mal auf unserer Fanpage vorbei und hinterlasst dort eure Meinung. Und dann würde ich nur noch sagen, das war es mit der DL-Produktion Reportage. Der Vorschlag zu dieser Sendung ist übrigens von Kev Bühler. Danke vielmals für die Idee und Entschuldigung, dass es so lange gegangen ist, bis das Video rausgekommen ist. Nochmal danken möchte ich dem Herrn De Ventura von der Klar Schaffhausen und dem Herrn Sen von der Nagra, dass sie sich Zeit genommen haben, um mit uns ein bisschen quatschen.
Die Interviews waren wirklich sehr spannend, auch zum Zuhören. Und ich hoffe auch für ein Video zum Zuschauen. Ist sehr informativ gewesen. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Ciao miteinander.